Am 5. März 2006 geht ein Notruf bei der Polizei ein. In einer Tiefgarage steht ein Auto. Der Motor läuft und eine Frau sitzt darin. Es ist Biggie Reichert. Sie lebt nicht mehr. Sie hat freiwillig ihr Leben beendet. Darin ist sich die Gerichtsmedizin einig. Doch der Grund ist bis heute ein Rätsel, denn die Frau ist keine gewöhnliche 40-jährige Tierärztin. Sie ist ein operierender Täter in der Stufe 8, die höchste Stufe bei Scientology. Enge Vertraute schweigen bis heute. Seltsame Verletzungen geben Zweifel darüber, was mit Biggie in den letzten Tagen ihres Lebens passiert ist. Und eine Frage kreist bis heute um den Fall. War ihr Tod wirklich Biggies Wille? Oder das Resultat von jahrelanger Manipulation und Gehirnwäsche der bekanntesten Sekte der Welt? Die Sekte. 17 Jahre zuvor. Walburga Reichert, die alle nur Biggie nennen, ist aus ihrer kleinen bayerischen Heimatstadt nach München gezogen, um Tiermedizin zu studieren. Ihr großer Traum, den die fröhliche junge Frau schon lange verfolgt. Doch als sie ihre Mutter freudestrahlend berichtet, dass sie etwas gefunden hat, was sie im Leben weiterbringt, ihr Erfolg im Job und eine sorgenfreie Gesundheit verspricht, ist es der Beginn der folgenschweren Abwärtsspirale. Während ihres Studiums ist Biggie mit Scientology in Kontakt gekommen. Die Manipulation der Sekte bringt die ehrgeizige Studentin so weit, dass sie Mitglied wird. Scientology selbst bezeichnet sich als Glaubensgemeinschaft und religiöse Bewegung. Der Verfassungsschutz in Deutschland, wo Scientology seit 1997 als Sekte eingestuft wird, bringt es hingegen anders auf den Punkt. Scientology ist eine gewinnorientiert arbeitende Organisation, die ein weltweites Herrschaftssystem nach eigenen Vorstellungen errichten möchte und damit die demokratischen Systeme und Menschenrechte in Frage stellt, mit dem Ziel, die Wirtschaft und Gesellschaft zu unterwandern. Die Sekte wurde 1954 vom US-amerikanischen Science-Fiction-Autor L. Ron Hubbard gegründet, der auch nach seinem Tod von den Mitgliedern als Heiliger angesehen wird. Seit dem Tod von Hubbard ist David Miscavige das kirchliche Oberhaupt der Sekte, der nicht weniger skandalträchtig als sein Vorgänger ist. Er ist ein enger Freund von Tom Cruise. Ausgeschiedene Mitglieder werfen ihm psychischen und physischen Missbrauch vor und ihn umkreist das wohl größte Rätsel der Sekte. Das Verschwinden seiner eigenen Frau. Shelley Miscavige wurde 2007 das letzte Mal in der Öffentlichkeit gesehen. Schon damals soll sie ängstlich und verstört gewirkt haben. Seitdem hat sie offiziell niemand mehr zu Gesicht bekommen. Trotz Ermittlung und einem großen medialen Interesse weiß keiner außerhalb von Scientology, wo sie ist, warum sie untergetaucht ist und ob sie überhaupt noch lebt. Viele vermuten, dass sie gefangen gehalten wird. Die Sekte hingegen gibt lediglich als Statement ab, dass Shelley sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe. Der Glaubensansatz von Scientology beruft sich auf Hubbards pseudowissenschaftliches Buch Dianetics, das als Leitfaden ihrer Organisation gilt. Ziel der Sekte ist die Befreiung der Erde und der Aufbau einer neuen Menschheit, den Kleos, der angestrebte Zustand, der nur durch geistige und körperliche Reinigungsprozesse zu erreichen ist. Laut Hubbard habe der Mensch mehr Fähigkeiten, als er eigentlich nutzt. Scientology würde die Menschen leistungsfähiger, gesünder und erfolgreicher machen. Vor allem psychische Erkrankungen würde es unter der Herrschaft von Scientology nicht mehr geben. Denn Hubbard lehnt die psychiatrische Diagnostik ab. Um seine Fähigkeiten voll auszuschöpfen und sich von traumatischen Erlebnissen zu befreien, müssen die Mitglieder an unzähligen Auditings teilnehmen, die sich Scientology gut bezahlen lässt. Mit einer Art Lügendetektor, dem E-Meter, werden Schwachstellen angeblich ausgelöscht. Es sei laut Hubbard die einzige Technologie, die das Überleben der Menschheit sichert. Menschen, die ausgestiegen sind, bezeichnen die Methode jedoch als reine Gehirnwäsche. Nachdem die Mitglieder den Zustand des Clears erreicht haben, folgt der Weg zur absoluten Befreiung über derzeit 8 operierende Tetanstufen bis zum Ziel des frei operierenden Tetans. Dieser sei nicht mehr an Materie, Energie, Raum und Zeit gebunden. Auch Biggie beginnt mit Auditings, für die sie pro Sitzung hohe Geldsummen bezahlen muss.
und diese hat sie mehrmals im Monat. Schon früh kritisiert ihre Familie Biggies Weg in ihrer angeblichen Glaubensgemeinschaft. Doch sie blockt ab, vor allem wenn ihre Mutter ihr die Wahrheit an den Kopf wirft. Scientology ist eine gefährliche Sekte, die nur auf ihr Geld aus ist. Als Biggie das Studium beendet, wirkt für ihre Familie alles zunächst so, als würde sie sich ein Leben ohne Scientology aufbauen. Biggie hat geerbt und sich von dem Geld eine Eigentumswohnung gekauft, sowie eine gut laufende Tierarztpraxis eröffnet. Zu dieser Zeit schreibt sie voller Stolz in einem ihrer Briefe an ihre Vorgesetzten in der Sekte, dass sie die einzige scientologische Tierärztin in ganz Deutschland ist. Sie taucht immer mehr in die Fänge von Scientology ein. Über jeden Schritt in ihrem Leben muss sie Berichte an die Sekte verfassen. Denn alles wird bei Scientology überwacht und über alles muss Bericht erstattet werden. Es gibt innerhalb der Organisation sogar einen eigenen Geheimdienst, das OSA, Office for Special Affairs. Denn nicht nur Mitglieder werden intern überwacht, auch kritische Stimmen und Gegner werden systematisch ausspioniert, infiltriert und unterdrückt. Vor allem Regierungs- und Justizbehörden werden gezielt unterwandert. Scientology-Mitglieder bewerben sich unter falschem Namen bei den Behörden, spionieren Kritiker aus und erklären Gegner innerhalb von Scientology sogar als vogelfrei. Für Biggie Reichert gibt es diese Probleme, Kritiken und Gefahren durch Scientology jedoch nicht. Sie ist geblendet von dem Versprechen, dass die Sekte sie zu einem perfekten Menschen formen kann. Doch schon früh merkt sie, worum es Scientology eigentlich geht. Um ihr Geld. Biggie, die eigentlich mit ihrer Tierarztpraxis gut verdient, wird schnell klar, dass das Geld knapp wird. Jedes Seminar, jede Sitzung und jedes Auditing kostet Unsummen. Und das, obwohl sie diese dringend benötigt, um näher an ihr Ziel zu gelangen. Ein operierender Täter in der Stufe 8, ein geschaffenes geistiges Wesen, das befreit von der Limitierung des physikalischen Universums ist und sein eigenes, neues Universum erschaffen kann. Spätestens, als sie mit 30 das erste Mal nach Clearwater ins Mekka der Scientology-Sekte reist, wird ihr allerdings bewusst, dass sie trotz gut laufender Klinik den finanziellen Ansprüchen niemals gerecht werden kann. Die Flag. Seit 1975 hat die Sekte in Clearwater ihre Hauptzentrale, oder wie sie es nennen, ihr spirituelles Zentrum, ihr Flaggschiff Flag. Clearwater gilt seitdem als Machtzentrale der Sekte, die zunehmend die Stadt einnimmt und infiltriert. Uniformierte Scientology-Mitglieder bestimmen das Stadtbild, das sonst von einer verlassenen und leerstehenden Innenstadt geprägt ist. In den letzten 5 Jahren hat Scientology 103 Millionen Dollar ausgegeben, um nun mehr als 70% der Gewerbeflächen der Innenstadt zu besitzen. Auch berühmte Sektenanhänger wie Tom Cruise und John Travolta kaufen zahlreiche Wohnungen und Häuser rund um die Hauptzentrale und nehmen immer mehr die Stadt ein. Es ist ihre Antwort auf die zunehmenden Spannungen zwischen der Sekte und dem Stadtrat von Clearwater, der 2017 beschlossen hatte, die Innenstadt neu zu beleben. Kurzerhand kaufte Scientology sämtlichen Leerstand auf. Doch die Läden sind weiterhin ungenutzt. Doch sie wollen die Stadt gar nicht beleben. Es geht ihnen nur um Machtdemonstrationen. Nicht nur prominente reiche Mitglieder machen das möglich, sondern auch die Einstufung in den USA als Kirche und nicht als Sekte. Scientology ist dadurch von Steuern befreit. Doch nicht nur das macht Scientology mächtig und vor allem gefährlich. Zum Netzwerk gehören unzählige Firmen und Einrichtungen. Viele von ihnen wirken auf den ersten Blick unabhängig. Doch hinter ihnen verbirgt sich die gewinnorientierte und manipulative Sekte. Auch so ködert Scientology in Deutschland, wo sie als Sekte gilt, weiterhin Mitglieder unter einem falschen Deckmantel. Der aktuelle Scientology-Komplex, FLEC, wurde 2013 endgültig fertiggestellt und ist neben dem Sitz in Los Angeles der wichtigste Standort für Scientology, wo jedes Jahr Zehntausende hinpilgern. Es ist heute das größte Gebäude Clearwaters. Das bronzene Scientology-Kreuz auf dem 15 Meter hohen Turm ist von jedem Punkt der Stadt sichtbar. Was sich hinter den Mauern der Flag abspielt, ist ein gut behütetes Geheimnis. Nur wenige Informationen und einige der Baupläne haben es an die Öffentlichkeit geschafft. Es gibt viele Tagungs- und Trainingsräume und zahlreiche Geräte, die die Wahrnehmung angeblich testen sollen. Es gibt eine Zeitmaschine, eine Schmerzstation, eine unendliche Grube, Geruchswände,
und einen Anti-Schwerkraft-Simulator. Die komplette sechste Etage des riesigen Gebäudes fungiert als Indoor-Laufbahn. Mitglieder laufen so lange im Kreis, bis sie eine Erleuchtung haben. Doch Biggie Reichert kommt in der Fleck eine ganz andere Erleuchtung. Sie bekommt Zweifel. Ihren damaligen scientologischen Fallüberwacher vertraut sie an, dass eine andere Scientologin sie um Geld gebracht hat. Sie hat Biggies Kreditkartennummer auf dem sekteneigenen Kreuzfahrtschiff Freewinds für Kurse im Wert von $15.000 benutzt. Dagegen tun kann sie nichts. Scientology-Mitglieder dürfen sich nicht gegenseitig anzeigen. Und ihr Fallüberwacher rät ihr, es sein zu lassen. Die andere Frau hat einflussreiche Kontakte. Schnell ebben ihre Zweifel allerdings wieder ab. Nur ein Jahr nach dem Vorfall fliegt Biggie erneut nach Clearwater in die Fleck. Diesmal um zu heiraten. Von ihrem Ehemann, der angeblich die Liebe ihres Lebens ist, erfahren ihre Eltern erst nach der Hochzeit. Hans-Jürgen Reichert ist 17 Jahre älter als Biggie, Immobilienmakler aus Hamburg, vierfacher Vater und vor allem operierender Täter in der Stufe 8. Biggies großes Ziel. Operierender Täter in 8. Für ihren Mann lässt sie ihr Leben in der Heimat zurück und zieht zu ihm nach Hamburg. Sie verkauft ihre Tierarztpraxis und die Eigentumswohnung, wodurch sie nun erneut Geld hat. 1,5 Millionen Euro, was Biggie direkt wieder in die Sekte investiert. Im September 2000 verlangt Scientology von ihr, eine Mission in Augsburg zu eröffnen. Der Andrang hält sich in Grenzen, die Miete muss sie selbst bezahlen. Pausenlos pendelt sie von nun an zwischen Augsburg und Hamburg. Neben der Missionsarbeit versucht sie, Geld in der Immobilienfirma ihres Mannes zu verdienen und nimmt wieder eine Stelle als Tierärztin an. Entweder arbeitet sie oder verbringt ihre wenige Freizeit im Auto, wo sie rastlos zwischen Hamburg und Bayern fährt. Und das alles, um auf der scientologischen Karriereleiter aufzusteigen, um die Brücke zur geistigen Freiheit zu bestreiten. Während Biggie die Karriereleiter bei Scientology nach oben steigt, geht es in ihrem richtigen Leben immer mehr bergab. Die wenigen freien Tage, die sie nehmen darf, ist sie bei ihrer Mutter, wo sie fast den ganzen Tag vor Erschöpfung schläft. Ihr Vorgesetzter in der Tierarztklinik bemerkt, dass sie immer geschaffter aussieht und dünner wird. Die Immobilienfirma von Hans-Jürgen geht insolvent. Immer mehr Schulden häufen sich an, während sie ständig weiter Geld für Scientology ausgeben muss. In einem Brief nach Clearwater schreibt sie über ihren Mann: Er verdient im Moment überhaupt kein Geld. Wenn er es nicht hinkriegt, werden sich die Leute wegen des Geldes an mich halten. 2005 unterzeichnet sie einen Arbeitsvertrag für die Scientology-Organisation in Hamburg. Sie muss neue Mitglieder missionieren. Dafür bekommt sie lediglich einen Hungerlohn. Doch am 10. April 2005 scheint sich all die harte Arbeit endlich für sie gelohnt zu haben. Sie besteht ihren Kurs zum operierenden Täter in der Stufe 8. Die höchste Stufe, die sie erreichen kann. Doch ihr Leben ändert das nicht. Sie muss pausenlos weiterarbeiten. In einer Mail an ihre Scientology-Vorgesetzte in Hamburg schreibt sie: Liebe Pia, ich stehe morgens um 7 Uhr auf, rase dann nach Bergedorf, dann nach Hause, kurz duschen, was essen, dann Büroarbeit und dann in die Org. Am Donnerstag war es auch wieder 0 Uhr, als ich zu Hause war. Weil ich morgens früh aufstehe, ist das mördermäßig. Am Freitagabend war ich da, obwohl ich frei gehabt hätte. Am Samstag fuhr ich von der Arbeit nur noch schnell was essen und düste dann gleich in die Org. Am Sonntag war ich da, obwohl das eigentlich mein freier Tag ist. An Heiligabend 2005 hat sie einen freien Tag. Sie fährt zu ihren Eltern nach Bayern. Nur einen Tag später muss sie zurück zur Organisation. An diesem Abend sagt sie ihrem Schwager, dass sie sich treffen müssen. Sie will alles hinter sich lassen und zurück in ihre Heimat kommen. Zu diesem Treffen kommt es nicht mehr. In den Januarwochen 2006 schreibt sie mehrfach ihren Fallbetreuern von Scientology. Sie berichtet von den Schulden und dass Hans-Jürgen sie finanziell nicht mehr unterstützen kann. Auch von ihrer Familie kann sie keine finanzielle Hilfe erwarten. Sie seien Antagonisten, Feinde von Scientology. Sie schlägt vor, ihre Wochenstunden bei der Sekte auf 30 zu reduzieren. Es wird nicht genehmigt. Sie bittet um 3 Monate Urlaub. Auch dieser wird ihr verwehrt. Der Druck, den Scientology Biggie macht, ist immens. Sie sieht deshalb nur noch eine Chance.
Von dem wenigen Geld, das sie noch hat, kauft sie Flugtickets in die USA nach Clearwater in die Flag Org. Der Ort, der die Lösung aller Probleme haben soll. Die Fragen. Am 23. Februar 2006 steigt sie in das Flugzeug nach Florida. 2 Wochen will sie bleiben. Das zeigt das Rückflugticket, was sie bereits gekauft hat. Doch was sich in Clearwater hinter den Mauern des spirituellen Zentrums der Scientology-Mitglieder abspielt, weiß bis heute niemand. Früher als geplant reist Biggie Reicher zurück, bereits am 1. März. Sie ist nicht alleine und wird von 2 hochrangigen Sektenmitgliedern eskortiert. Dass etwas in der Fleck vorgefallen sein muss, scheint wahrscheinlich. Informationen gibt es darüber nicht, doch viele Indizien sprechen dafür. Biggies abrupte vorzeitige Abreise und das Eskortieren bis in die Heimat, was üblich ist, wenn es zu Zwischenfällen vor Ort gekommen ist. Doch was kann passiert sein? Möglich ist, dass Biggie Zweifel geäußert hat, über ihre Schulden gesprochen hat oder gar über den psychischen Druck, dem sie nicht mehr standhalten kann. Eine Sünde in den Augen der Sekte, für die psychische Probleme oder Erkrankung Zeichen von Schwäche sind und bei einem operierenden Täter der Stufe 8 wie Biggie laut ihrer Auffassung schon längst eliminiert sein müssten. Die letzten 4 Tage ihres Lebens verbringt die 40-Jährige bei ihrer scientologischen Freundin Gloria auf deren Pferdehof in der Nähe von Hamburg. Was sie Gloria erzählt hat, warum sie in Clearwater war und was dort passiert ist, ob sie manipuliert, misshandelt oder gar gefoltert wurde, wissen die deutschen Strafbehörden nicht. Gloria redet nicht. Am 5. März 2006 wird Biggie Reichert tot in ihrem Auto in einer Tiefgarage in Hamburg gefunden. Sie hinterlässt einen Abschiedsbrief an ihre Eltern, der aber auch nicht offenbart, was ihr in der Fleck in Clearwater angetan wurde. Sie schreibt: Liebe Ma, lieber Pa, das sind meine letzten Zeilen. Ich möchte euch dafür bestätigen, was ihr für mich all die Jahre getan habt. Ihr habt mich immer darin unterstützt, meine Ziele zu erreichen. Vielen Dank dafür. Ich habe auch alles richtig gemacht, bis zum Sommer 1997, wo ich mich gegen Axel entschieden habe und später dann Hans-Jürgen kennengelernt habe. Das war der Fehler meines Lebens. Ich könnte jetzt eine große florierende Tierarztpraxis besitzen. Hans-Jürgen hat mich bequatscht, meine Praxis zu verkaufen, meinen Pioneer-Fonds zu verkaufen, etc., etc. Ich habe die Prioritäten vollkommen falsch gesetzt. Das weiß ich jetzt. Und leider gibt es für mich keinen anderen Ausweg mehr. Dass sich Biggie selbst getötet hat, daran gibt es keine Zweifel. Die Todesursache ist eine Mischung aus Schlaftabletten und Kohlenmonoxid. Im Auto der Toten findet die Polizei blutige Papiertücher, verschreibungspflichtige Narkotika und Spritzen. Eigentlich nichts Ungewöhnliches für eine Tierärztin. Für eine ranghohe Anhängerin der Scientology-Sekte, die nur wenige Tage vorher aus Clearwater kam, weil Schulden und Zweifel sie geplagt haben, wirft dieser Fund jedoch Fragen auf. Doch es gibt noch mehr im Fall der toten Scientologin, was rätselhaft ist. Der Obduktionsbericht enthüllt seltsame Wunden am Kopf der Toten. Es sind 28 tiefgehende, runde Verbrennungen an ihrer Kopfhaut. Es handelt sich um thermische oder elektrothermische Einwirkung mit einem runden Gegenstand. So, wie man es eigentlich von Stromstößen kennt. Diese wurden ihr 1 Woche bis 14 Tage vor ihrem Tod hinzugefügt. In der Zeit, als sie in der Hauptzentrale in Clearwater war. Was ist dort also passiert? Wurde Biggie Reichert mit Elektroschocks gefoltert, psychisch manipuliert, dass sie nur noch einen Ausweg gesehen hat? Oder wurde sie gar mit Gehirnwäsche in den Suizid getrieben? Haben ihr andere Mitglieder zum Tod geraten? Woher hatte sie das Narkotikum, das in ihrem Auto gefunden wurde? Es sind Fragen, auf die ihre Familie bis heute keine Antworten hat. Ihre engsten Vertrauten in der Sekte schweigen. Gloria, bei der sie ihre letzten Tage verbracht hat, verweigert eine Durchsuchung ihres Ponyhofs. Es ist ihr Recht, schließlich ist ein Suizid nicht strafrechtlich verfolgbar. Auch Hans-Jürgen, durch den Biggie sich immer mehr verschuldete, schweigt und taucht kurze Zeit später sogar gänzlich unter. Scientology, wo der Tod eines operierenden Täters der Stufe 80 schnell rumspricht, dementiert sämtliche Gerüchte. Vom Suizid ist hinterher nichts zu lesen. Wenn ein Mitglied Suizid begeht, setzt die Sekte alles daran, es zu vertuschen. Doch ehemalige Mitglieder belasten die Sekte schwer.
Es wäre nicht das erste Mal, dass Menschen, die in der FLEG Selbstmordgedanken äußern, sofort die Hauptzentrale verlassen müssen. Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass Scientology den Psychos, wie sie selbst psychisch instabile Mitglieder nennen, den Befehl erteilen, Suizid zu begehen. 2 Jahre ermitteln die Behörden in Deutschland, doch die Ergebnisse sind ernüchternd. Es werden Durchsuchungsbeschlüsse von der Polizei für den Pferdehof, ihre Wohnung und ihre Arbeitsplätze beantragt. Alle werden von der Staatsanwaltschaft abgeschmettert. Weder die Computer von Biggie werden komplett auf Hinweise durchsucht, noch wird sich Hilfe von den Behörden in den USA geholt, um herauszufinden, was in Clearwater passiert ist. Stattdessen wird sich darauf berufen, dass die seltsamen Verletzungen auch eine Hautkrankheit sein können. Verschiedene gerichtsmedizinische Gutachten sind sich allerdings einig, dass die Verletzungen eindeutig Strommarken sind. Warum scheint also die Staatsanwaltschaft so desinteressiert daran zu sein, einen vermeintlichen Suizid näher zu untersuchen? Vor allem, wenn die Tote vorher mutmaßlich gefoltert wurde und Anhängerin einer der gefährlichsten Sekten der Welt ist. Oder stoßen auch sie auf unüberwindbare Hürden? Was mit Biggie Reichert in den letzten Tagen ihres Lebens passiert ist, wird vermutlich für immer ein Rätsel bleiben. Die einzige Hoffnung ihrer Familie bleibt, dass eines Tages einer aus Biggies engstem Vertrautenkreis der Sekte den Rücken zuwendet und die scientologische Mauer aus Schweigen, Vertuschen und Leugnen einreißt.